Hi da, liebe Geschwister, Glenn hier. Die Gedanke, was ich heute gehabt habe, ich habe gestern ein bisschen darüber gepredigt, wer ist unser Gott? Jesus in Matthäus 16 hat die Jünger gefragt, wer glaubt ihr, bin ich? Und Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes, der Christ. Und, aber das ist auch in Psalm 24, ganz am Schluss in Vers 10. Einfach meinen Lieblingsversen und sagt, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Und meine Frage an euch und an mir diese Tage ist, wer ist Gott für mich? Wer ist er wirklich? Ist er nur mein Retter, wenn ich ihn brauche? Oder ist er wirklich mein Herr, mein Gott, der was am Spitze gehen von da, wo ich Schwierigkeiten habe? Wer ist er für dich? Die Frage ist nicht eine einfache Frage, aber es ist eine sehr wichtige Frage, was wir uns stellen sollen. Wer ist Gott für dich? Für mich ist er erstmals mein Vater, meine Retter, mein Erlöser. Er ist mein Herr. Das heißt, alles, was ich tue, will ich so tun, dass es ihm verherrlichen. Er ist mein Anfang, er ist mein Ende. Er war mein erster Atemzug auf dieser Erde. Er wird mein letzter Atemzug auf dieser Erde sein. Als auch dadurch, die ganze Zeit ist er mit mir und in mir und durch mir. Und meine Frage an euch ist wirklich, wer ist er für euch? Ich glaube, wir sollen uns mehr damit beschäftigen, diese Frage zu beantworten. Für uns, wer ist Gott für mich? Ich hoffe, dass er euch begleitet in dieser nachdenken und zuhören. Gott segne euch. Bless you.